Kapitel 13, Abschnitt 7. Der glückliche Schüler. Der Heilige Geist braucht einen glücklichen Schüler, in dem sein Auftrag glücklich vollbracht werden kann. Ihr, der ihr dem Elend hingegeben seid, müsst zuerst begreifen, dass ihr elend und nicht glücklich seid. Der Heilige Geist kann ohne diesen Kontrast nicht lehren, denn ihr glaubt, Elend sei Glück. Das hat euch so verwirrt, dass ihr versucht habt, etwas tun zu lernen, was ihr niemals tun könnt, im Glauben, ihr würdet ohne es zu lernen nicht glücklich sein. Ihr begreift nicht, dass das Fundament, auf dem dieses äußerst sonderbare Lernziel beruht, absolut nichts bedeutet. Doch erscheint es euch trotzdem sinnvoll. Glaubt an nichts und ihr werdet den angeblichen Schatz finden, den ihr sucht. Doch werdet ihr eurem Geist, der bereits belastet ist, sonst hättet ihr gar keinen anderen Schatz gesucht, eine weitere Last aufbürden. Ihr werdet glauben, dass nichts wertvoll ist und es wertschätzen. Ein Glassplitter, ein Staubkorn, ein Körper oder ein Krieg sind für euch eins. Sobald ihr auch nur ein Ding, das aus nichts gemacht ist, wertschätzt, habt ihr geglaubt, dass nichts kostbar sein kann und dass ihr lernen könnt, das Unwahre wahr zu machen. Der Heilige Geist, der wohl sieht, wo ihr seid, jedoch erkennt, dass ihr anderswo seid, beginnt seine Lektion in Einfachheit mit der grundlegenden Lehre, dass die Wahrheit wahr ist. Das ist die schwierigste Lektion, die ihr je lernen werdet und letztlich auch die einzige. Einfachheit ist für einen verdrehten Geist sehr schwierig. Bedenkt all die Verzerrungen, die ihr aus nichts gemacht habt, all die seltsamen Formen, Gefühle, Handlungen und Reaktionen, die ihr daraus gewoben habt. Nichts ist euch so fremd wie die einfache Wahrheit und nichts möchtet ihr weniger gern hören. Der Kontrast zwischen dem, was wahr ist und dem, was nicht wahr ist, ist vollkommen augenfällig, ihr aber seht ihn nicht. Das Einfache und das Offensichtliche sind nicht augenfällig für diejenigen, die Paläste und königliche Gewänder aus nichts machen und glauben, sie seien ihretwegen Könige mit goldenen Kronen. Das alles sieht der Heilige Geist und lehrt ganz einfach, dass all das nicht wahr ist. Zu jenen unglücklichen Schülern, die sich selbst nichts lehren möchten und sich dahingehend irreführen, dass sie glauben, es sei nicht nichts, sagt der Heilige Geist mit standhafter Ruhe: Die Wahrheit ist wahr. Nichts anderes ist von Belang. Nichts anderes ist wirklich. Lasst mich für euch die eine Entscheidung treffen, die ihr nicht treffen könnt, aber erlernen müsst. Euer Glaube an nichts täuscht euch. Schenkt mir euren Glauben, und ich werde ihn sanft an den heiligen Ort legen, wo er hingehört. Dort werdet ihr keine Täuschung finden, sondern nur die einfache Wahrheit. Und ihr werdet sie lieben, weil ihr sie verstehen werdet. Wie ihr hat auch der Heilige Geist die Wahrheit nicht gemacht. Wie Gott weiß er, dass sie wahr ist. Er bringt das Licht der Wahrheit in die Finsternis und lässt es über euch leuchten. Und weil es leuchtet, sehen es eure Brüder, und weil sie merken, dass dieses Licht nicht etwas ist, was ihr gemacht habt, sehen sie mehr in euch als ihr.
Sie wird Schülern der Lektion, die dieses Licht zu ihnen bringt, weil es sie die Befreiung vom Nichts und von allen Werken des Nichts lehrt. Die schweren Ketten, die sie an die Verzweiflung zu binden scheinen, sehen sie nicht als nichts, bis ihr ihnen das Licht bringt. Und dann sehen sie, dass die Ketten verschwunden sind und folglich müssen sie nichts gewesen sein. Und ihr werdet es mit ihnen sehen. Weil ihr sie Freude und Befreiung lehrtet, werden sie zu euren Lehrern der Befreiung und der Freude. Wenn ihr irgendjemanden lehrt, dass die Wahrheit wahr ist, lernt ihr es mit ihm. Und so lernt ihr, dass das, was am schwierigsten erschien, das leichteste ist. Lernt, glückliche Schüler zu sein. Ihr werdet niemals lernen, aus nichts alles zu machen. Doch seht, dass dies euer Ziel war und seht ein, wie töricht das war. Seid froh darüber, dass es aufgehoben ist, denn wenn ihr es mit einfacher Ehrlichkeit anseht, dann ist es aufgehoben. Wir sagten bereits, gebt euch nicht mit nichts zufrieden. Denn ihr habt geglaubt, nichts könne euch befriedigen. Es ist nicht so. Wenn ihr ein glücklicher Schüler sein wollt, dann müsst ihr alles, was ihr gelernt habt, dem Heiligen Geist übergeben, damit es für euch verlernt werde. Und dann fangt an, die freudigen Lektionen zu erlernen, die sich schnell einstellen auf dem festen Fundament, dass die Wahrheit wahr ist. Denn was darauf gebaut wird, das ist wahr und auf der Wahrheit aufgebaut. Das Universum des Lernens wird sich vor euch auftun in all seiner anmutigen Einfachheit. Mit der Wahrheit vor Augen werdet ihr nicht zurückblicken. Der glückliche Schüler erfüllt die Bedingungen des Lernens hier, wie er die Bedingungen der Erkenntnis im Königreich des Himmels erfüllt. Das alles gehört zum Plan des Heiligen Geistes, euch von der Vergangenheit zu befreien und euch den Weg zur Freiheit zu eröffnen. Denn die Wahrheit ist wahr. Was sonst könnte es je sein oder war es je? Diese einfache Lektion birgt den Schlüssel zu der dunklen Tür, von der ihr glaubt, sie sei in alle Ewigkeit verschlossen. Ihr habt diese Türe aus nichts gemacht. Und hinter ihr ist nichts. Der Schlüssel ist nur das Licht, das die Gestalten und Formen und Ängste des Nichts wegleuchtet. Nehmt diesen Schlüssel zur Freiheit aus Christi Hand an, der ihn euch gibt, damit ihr euch ihm anschließt, in der heiligen Aufgabe das Licht zu bringen. Denn ebenso wie eure Brüder habt ihr nicht gemerkt, dass das Licht gekommen ist und euch aus dem Schlaf der Dunkelheit befreit hat. Seht eure Brüder in der Freiheit und lernt von ihnen, wie ihr frei von der Dunkelheit sein könnt. Das Licht in euch wird sie erwecken und sie werden euch nicht schlafen lassen. Die Schau Christi wird euch im gleichen Augenblick zuteil, in dem es wahrgenommen wird. Wo alles klar ist, ist es ganz heilig. Die Ruhe seiner Einfachheit ist derart unwiderstehlich, dass ihr begreifen werdet, dass es unmöglich ist, die einfache Wahrheit zu verleugnen. Denn etwas anderes gibt es nicht. Gott ist überall und sein Sohn ist mit allem in ihm. Kann er das Klagelied des Kummers singen, wenn das wahr ist?